Wir laufen heute den Rheinsteig von St. Goarshausen nach Kaup. Vorbei an jeder Menge Panorama-Aussichten, die wir mit euch teilen wollen. Entlang der Obstwiesen. Mit guter Begleitung. Ja, und einer reichen Insektenvielfalt. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Es schwirrt überall. Der Weg ist ziemlich zugewuchert. Aber auch sehr abenteuerlich dadurch. Ein schöner Blick, muss man sagen. Warnung. Es können Äste herabfallen. Man sieht es auch hier auf dem Bild. Der hier fällt drauf. Ach krass. Ja. Wie lange geht es jetzt weiter? Jupp, 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 jupp. Was ist das? Ach, wie ein Bär? Ja. Das ist immer die naheliegendste Lösung. Aber ich glaube eher ein Specht, oder? Da sind so Löcher drin. Stimmt. Ja, da können wir richtig reingucken. Wir laufen durchs Rapsfeld. Und es ist noch nicht gelb. Also wir haben es eben auch ohne Flora Inkognito nicht erahnt, dass das hier alles Rapsfelder sind. 5 Cent Stück. Und dann geht's auf die. War das schon? Das ist ja wieder schwarz. Okay. Oh, sehr schön geworden. Hier einmal die Lorelei. Kommt jetzt ins Portemonnaie. So soll es aussehen. Ja, und so sieht's aus. Wir sind in den Weinbergen angekommen. Und? Trinkst du heute Abend ein Weinchen? Aber wenn du mich so fragst, ja. Bleib beim Wanderradler. Alkoholfrei. Ja. Jetzt ist es richtig dunkel im Wald. Mhm. Das Klima ist viel angenehmer, als wir gestartet sind. Da war es nämlich so richtig warm und schwül und sehr schwitzig. Und jetzt ist es ein bisschen abgekühlt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es nicht regnet. Ja, gerade da vorne eine Hornisse. Das ist Wahnsinn. Auf geht's. Take off. Und weg ist sie. Da sind wir eben überall lang. Und wo warst du, Matthias, eben mit der Drohne? Auf der anderen Rheinseite. Aha. Was wäre ein Video von uns, ohne dass es regnet? Ja. Yeah. Ich glaube, dieses Jahr haben wir noch kein einziges Video hinbekommen, wo es nicht geregnet hat.
Also mir fällt zumindest kein spontan ein. Oh, jetzt kommt gerade einiges runter. Wir warten jetzt noch einen Moment unter Baum. Zeit fürs Pausenprogramm. Raining Man! Hallelujah! It's Raining Man! Raining Man! Pausenprogramm Ende. Wie sich die Stimmung blitzartig verändert hat. Es kommt einem vor, als wenn gleich die Sonne untergehen würde. War schön mit den Kornblumen beim Mond. Richtig romantisch. Also nachdem der Regen nicht so schnell aufhören wird, gibt es jetzt noch einmal die Regenhose. Ist doch ein bisschen besser, wenn es einem nicht überall durchläuft. Also das hätten wir halt nicht mehr gebraucht. Ja. Guck mal, wie es da aussieht. Es kommt gerade richtig runter. Und wir haben noch 12 Kilometer vor uns. Ja. Ich hoffe ja gleich, dass es ein bisschen aufhört, dass wir jetzt nicht nur die nächsten Stunden im Regen laufen, weil das wäre echt blöd. Ich wollte nämlich heute eine entspannte Tour machen. Einfach so ein bisschen raus und was Schönes. Ja. Wie würde Martin sagen? Einfach mal was Schönes machen. Hat er gesagt. Würdet ihr im Regen hier sitzen? Der Regen wird auf jeden Fall ein bisschen weniger, was schon mal sehr schön ist. Ich hoffe in den nächsten Minuten. Genauso wie die Wasserdichtigkeit der Jacke. Ja. Weniger wird. Ja, also ich muss dringend imprägnieren. Eigentlich schon nach Schottland und dann vor Schottland eigentlich. Eigentlich vor Schottland. In Schottland war es dann voll die Bruchlandung mit der Jacke und dann wäre es ja eigentlich dieser Schluss gewesen. Ah ja, die sollte ich nicht mehr anziehen, bevor ich imprägniere. Ja, die guten Vorsätze. Schon hier sehr nett, gerade mit dem Unterstand. Deswegen haben wir eben auch so viele hier aufbrechen sehen, weil die wahrscheinlich alle den großen Regen hier ausgehalten haben, während wir auf der Strecke gewandert sind. Alleine. Also, lass das Hotel stornieren, wir bleiben hier. Nein. Also, wenn wir einen Biwak dabei hätten, würde ich ja sagen, okay, lass uns drüber nachdenken. Aber so ohne und ohne Schlafsack, weiß ich nicht. Aber du denkst drüber nach. Ja, es ist blöd, ich studiere meinen Rucksackinhalt, ja. Das verwünscht eine kleine Farbe. Und wir müssen immer aufpassen, hier waren eben nicht ganz so eine große Nacktschnecke, dass man hier nichts versehentlich erwischt, das auch den Weg nutzt oder passiert. Oh wow, guck mal da. Hier zwischen geht's durch, bis da hinten. So. Ganz viele Brombeeren. Sieht man mal, wenn Matthias vorne läuft, wie hoch das Gebüsch alles ist. Es geht steil bergab. Hat höllisch weh. Ja, es ist hier richtig steil und halt durch den Regen ziemlich glatt. Ja, da waren so Stufen, einmal weggerutscht und dann voll mit dem Unterschenkel auf die Kante drauf. Wird ordentlich blau. Wir haben eben schon geguckt. Und die Hose ist gut. Dreckig geworden. Ja. Okay, wir gehen mal weiter. Die Sonne kommt wieder raus. Und es wird direkt brütend warm unter der Regenjacke. Das stimmt. Aber ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Nee, es ist heute wieder sehr wechselhaft.
schaut mal da vorne an den Weg. Da ist nämlich richtig so ein Bogen überspannt von einem Baum, der sich so rübergelegt hat. So als würde man durch so ein Tor durchgehen, natürlich. Und da kommt die Sonne auch wieder durch. Sehr, sehr schön. Oh, meine Jacke hat es auch abbekommen beim Sturz. Ja, Selian. Ich wollte gerade sagen, hier wirkt so ein bisschen wie im Dschungel. Durch die Regentropfen, das Plätschern des Flusses. Hier geht es so steil bergauf. Die Vogelgeräusche. Die Sonne, die Laune. Ja, und die Temperaturen innerhalb der Jacke. Also klar, ich werde gewechselt auf kurz. Jetzt hält es nämlich schon bestimmt 20, 30 Minuten so von der Sonne. Und die Wolken haben sich ein bisschen gelichtet. Also Zeit für leichtere Bekleidung. Wir biegen eine in die Fingerhutstraße. Also sieht doch sehr schön aus, aber ich dachte, die wären giftig. Ja. Hier wächst es überall. Wie sieht ein erschöpfter Wanderer aus? So, wir müssen dringend die Sachen wechseln. Es ist viel zu heiß. Wir sind wieder leichter unterwegs. Ja, es ist gleich viel angenehmer. Matthias hat hier noch gerade Energienahrung ausgeholt. Die hebt auch nochmal die Laune. Außer bei mir. Außer bei Matthias. Mir schmeckt er sehr gut. Ja, mein Geschmack ist es nicht. Wir sind 10 Schritte umsonst gelaufen. Nur für die Aussicht. Aber darum geht es ja, glaube ich. Panoramaweg. Aber ich finde es so toll, wie auch die Farben vom Wasser hier jetzt sich verändern. Ne? Das ist jetzt hier so ganz hell türkis. Das ist eher so dunkel durch das Licht. Ja, und es hat eine ganz andere Farbe. Wir waren ja letztes Jahr in der Schweiz, oder? Ja. Und haben relativ den Anfang vom Rhein gesehen und da sah das Wasser schon noch ein bisschen anders aus. Ja. Da sind die Leute noch drin gebadet. Ja. Hier baden weiß ich nicht. Aber es ist ziemlich hoch. Da hinten die Bäume stehen schon teilweise unter Wasser. Schöne nach dem Regen ist ja, wie dann die Sonne durchbricht. Und das Strahlen von Julia. Ist zurück. Ich bin mal gespannt, wie nachher mein Bein aussieht. Es fühlt sich sehr ungut an. Ja, es ist sehr dornig hier auf dem Weg. Ja, Achtung, hältst du es mit fest? Ich möchte nicht, dass es dich dir entgegenschmilzt. Danke. Zieht den Kopf ein. Wir fühlen uns hier wie die Dornröschen. Bei den ganzen Stacheln, die wir uns durchknüpfen müssen. Fast am höchsten Punkt. Man hat auch schon eine richtig tolle Aussicht. Und auch hier ist alles sehr zugewuchert. Unser Tagesziel Kaup da drüben ist schon zu sehen. Und das Merkmal Kaup sind kleine Schlösschen mitten im Rhein. Schaut
sag ich mal, die Wolkenformationen vor uns an. Ich hoffe nicht, dass es genau die ihr da seht, seht ihr diese graue, dass sie sich jetzt nicht gleich über uns entlädt. Wir hatten heute genug Regen. Nochmal gesehen, dass hier nochmal andere Schmetterlinge sich niedergelassen haben. Das sieht jetzt hier ganz orange. Schau mal. Hier laufen zwei, der andere ist schon weggeflogen, aber der ist hier. Ah, da ist sogar mit Ecke aufgespart, damit man den vollen Blick hat. Wow, ist das schön. Richtig schön. Und da ist wieder das Wasserschloss, das Matthias eben schon mal erklärt hat. Guck mal, was uns da vorne begegnet. Eine Schafherde, worunter sich eine Ziege gemischt hat. Zwei Ziegen. Die gucken, also die sind schon, ist schon ordentlich. Ist hier alles voller mit Schafen. Aber ich hoffe, das ist so wie in Schottland, dass sie einfach uns jetzt in Ruhe passieren lassen. Oh ja, die rücken schon zur Seite. Guck mal, wie süß. Guck mal, das wirkt direkt uns an. Da die Schäfchen. Sehr goldig. Wir laufen weiterhin auf die dunkle Wolke zu und haben quasi noch 3 Kilometer vor uns bis zum Ziel. Also hoffentlich drückt uns alle die Daumen, dass das Wetter bis dahin hält. Hier geht's nochmal matschig zu. Aber gleich ist wieder das Mikroklima besser mit dem Wald drumherum. Das macht das ganze Brett was noch angenehmer beim Laufen. Ungefähr noch 2,5 Kilometer bis zum Ziel. Hier muss man sich entscheiden. Es gibt einen anspruchsvolleren Weg nach rechts und einen bisschen leichteren nach links. Welchen nimmst du? Ich gehe jetzt links. Ich bin tatsächlich nicht so spindelfrei und je nachdem, wie das mit der Höhe ist, ich mache es nur mal sicher. Okay. Ich nehme euch mit auf den rechten Weg. Wie das klingt. Ja. Oder ich nehme euch mit auf den anspruchsvolleren Weg. Wir treffen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bisher geht es nur über eine Obstwiese. Bisher immer noch alles sehr einfach, aber mit einem schönen Ausblick. Hier geht es jetzt rechts schnell bergab, aber der Weg ist trotzdem noch einen guten Meter breit. Und leicht zu gehen. Bisher noch kein Problem. Von hier oben sieht man jetzt wunderbar das Wahrzeichen von Kaup. Und nochmal eine Burg. Jetzt hat euch ja auf den abenteuerlichen Weg mitgenommen. Und das ist jetzt die Perspektive von dem etwas leichteren, ich höre Anführungszeichen, Weg, der hier auch super schöne Perspektiven auf die Burg hat. Ich hoffe, dass Egon ist gerade richtig abgepufft. Sind ehrlicherweise, weil die Wegmarkierung von diesem Zuweg ist etwas uneindeutig. Ich glaube, Matthias wird vor uns da sein. So finden unsere Wege wieder zusammen. Wir sollten euch nochmal tschüss sagen. Wir haben gestern auf den letzten Meter noch ein anderes Pärchen getroffen und haben uns so angeregt mit denen unterhalten, dass wir ganz vergessen haben, euch tschüss zu sagen. Tschüss. Tschüss.